So, da sind wir wieder. Wir sind wieder hier in Düsterwald unterwegs, um einfach diese Kamelien zu finden für einer unserer Untertanen. Untertanen. Ah! Okay, ich habe keine mehr. In der letzten Folge haben wir den Boss besiegt, der irgendwie eine neue Fähigkeit hatte, warum auch immer. Und ja, die scheinen generell stärker zu sein. Wahrscheinlich, weil ich auch aufgestiegen bin. So könnte ich mir das jetzt so vorstellen. Ja, aber wie du schon sagtest, ich glaube nicht nur, das Gift scheint bei dem stärker zu sein, irgendwie scheint bei allen das Gift ein bisschen stärker geworden zu sein. Ah, Mann. Nein. Nein, nein. So, ein bisschen vorsichtiger spielen. Aber wir hatten noch einen Weg gehabt. Welche verbrauchen 25% weniger Eifer? Eifer wird beim Betreten eines Kampfraums vollständig gehalten. Das mache ich lieber. Ich habe lieber so, dass der Eifer bei jedem neuen Raum vollständig gehalten ist. So wie jetzt hier auch. Nein. Au. Na komm, schieß. Boah. Okay. Dann diesmal besser zu laufen. Aber ich habe immer noch nicht alle Blüten. Oh, eine neue Blockpause. Neue Bodenbelag. Was haben wir denn diesmal für einen Weg? Da gibt es eine neue Karte. Karte habe ich eigentlich auch noch nie gemacht. Na komm, dann gehen wir erstmal da lang. Die Bäume sind doch echt besser, wenn man so fällt. Oh, da gab es sogar ein Herz. Ein halbes. Ah, wir sind immer noch dabei, die Kamelien zu farmen. Leider gab es bis jetzt noch keinen wieder. Ich wollte auch immer mal wieder zu meinem Kult gerne zurückgehen. Aber ich weiß nicht, wenn ich das mache. Ob ich dann den Dungeon nochmal neu machen muss hier. Weil das scheint ja auch nicht zu pausieren. Ah, Mann. Immer nochmal angreifen müssen. Hat mir Hunger. Geister sind schon praktisch, muss ich sagen. So, da haben wir die letzte. Da haben wir die letzten Kamelien gefunden. Und eine neue Blaupause.
Lamm-Flang-Statue. Aber wir sammeln hier irgendwie die ganzen Laufpausen. Erhalte doppelte Lebensenergie beim Heilen. Schön. Das Herz behalte ich erstmal. Ich kann es eh nicht einsammeln. Es muss doch sowas geben wie ein Futtersilo. Was hat jetzt reingehauen? Zumindest, ich habe so einen guten Lauf jetzt gerade. Ich würde ungern zurückgehen wollen. Nee. Den nehme ich zwar, aber... So. Was ist denn... Komm, wir probieren das am besten nach dem Boss mal aus. Ob ich dann die Belohnung kriege oder nicht. Oh, das ist neu. Steuer dein Projektil ab, wenn du deine Waffe schwingst. Boah, nee, das ist nicht neu, aber das sah anders aus. Ach so. So viel Gruckel hier. So. Ein Leben mehr gekriegt. Okay. Sieht auf jeden Fall besser aus. Na, nein. Oh. Ich darf sowas nicht mehr aussprechen. Wir nehmen wieder die. Aber wechseln die wieder aus. Ich finde die Geister einfach zu geil. Verursacht Giftschaden bei getroffenen Gegnern. Noch mehr Giftschaden? Noch Angriffsschaden? Wir machen lieber den ausnahmsweise. Ich finde... Verstehe ich nicht. Die hungern? Der ist das jetzt. Wow. Wow. Yo. Wow. Wow. Alter, der ist ja heftig. Mann, der ist ja übel jetzt geworden. Wow. Der ist wieder vergiftet. Wow. Wow. Ich nehme die Blaupause. Oh Gott.
Haben ja fast alles in Süßholz abgefarmt. Okay, das müssen wir noch mitnehmen. So. Hey, ich muss ja zum Kurs zurückkehren. Ja, ne, ist auf jeden Fall so besser. Auf jeden Fall beendet. Aber mein Kult hungert. Und Hunger ist nicht gut. Bin ich mal gespannt. Bestimmt ist die Moral ganz unten. Na gut, die ist auf jeden Fall gut unten. Hat die nicht selber ernten können? Baut erstmal hier ab. Dass man 14 und was wie ein Futtersilo oder sowas in der Richtung. So, wo bist du? Der wird das mal mitgenommen. So, was können wir als nächstes machen? Wobei, wir können hier einen Tempel erweitern. Tempelstufe 3. Oh, dieses prächtige Tempel wieder auf. Dass er noch prächtiger werden möge. Wo ist denn der jetzt? Hylon? Wo ist er? Okay. Okay. Granata. Wie heißt du nochmal? Warum er auch immer so heißt? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ihn so genannt habe. Was ist denn der? Ich finde ihn nicht. Tylon. Tylon. Weiter. Nee. Moment. Ah. Mein Gott. Ich verliere schon echt einen Überblick. So, müssen wir ihn ausmal wieder bekehren hier. Echt jetzt? Da ist noch ein ganz kleiner Fitzel. Pack ab. Keine Samen mehr. So, wir brauchen mehr Beeren. Micromanagement in ein Adventure Game. Wer sich das ausgedacht hat. Eigentlich eine schöne Idee, aber noch sehr zeitaufwendig. Brauchen wir eine Predigt. Ah.
So. Redlich ist gut gelaufen, würde ich mal so sagen. So. Wir brauchen als nächstes Versorgung. Die Versorgung. Ritual der Ernte. Führe deinen Tempel ein Ritual durch, das dafür sorgt, dass alle Samen sofort für die Ernte bereit sind. Tempel ein Ritual durch, das es 3 Tage lang wahrscheinlicher macht, dass besondere Fische beim Fischen erscheinen. Du wirst auch die doppelte Menge fischen. So oft bin ich jetzt nicht an der Küste. Dass ich das wirklich so... dass ich das wirklich machen möchte. Und ein neues Ritual. Apropos neues Ritual. Wir wollen wen wiederbeleben. Wobei. Ja doch. So, lasst uns wen wiederholen. So, lasst uns... Ne, Mara, kacke. Wir holen uns Nana wieder. Mit ihren stolzen 62 Jahren muss sie nochmal zu den Lebenden kommen. Um nochmal uns dienen. So, daraufhin machen wir noch ein Ritual. Und wir feiern, dass Mana wiedergeboren wurde. Mit einem Leuchtfeuer. So. Das sieht doch gut aus. Wir brauchen trotzdem mehr Knochen. Weiß nicht, der leuchtet. Kann das sein, dass wir mittlerweile zu wenig Betten haben? Ja, wir haben ein Bett zu wenig. Ich schon überlegen, ob wir die ganzen Betten woanders hin. Ich fände es hier ein bisschen blöd. So direkt vom Tempel. Ich glaube, wir legen den Tempel vielleicht woanders hinzubauen. Vielleicht direkt hier neben den Eingang. Was kann man eigentlich machen? Ich glaube, das machen wir mal. Bauen mal den Tempel um. Der Tempel kommt jetzt. Direkt dahin. Finde ich irgendwie besser. Oh, schon wieder voll. So. Schlamba, geil. Oh, bitte verschone mich. Na klar, verstehe ich. Du bist lila. Behalte bei Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben. Und das wäre an Altersschwäche gestorben. Und lasst mich die arme See. Okay, oder das erstmal. Wir begleiten die arme Seele zu ihren letzten Stätte. Dass er so grimmig gucken muss. Ah, guck mal. Da liegt auch nochmal Kacke. Ist hier noch irgendwo Mist rum? Ja, doch, da. Verstehe ich zwar nicht, warum da Mist rumliegt, aber gut. Mein Gott, die beten mir zu viel. Wer mag denn beichten? Komm, du magst beichten. Aha.
Anführer, wie la deine Würde gerne zusammenkommen und einen übrigen Abendessen genießen. Könntest du ein Fest mal für uns geben? Joa. Geben zu viel. Ich krieg zu viel. So, warte mal. Wir brauchen wieder hier was zu tun für die Runden da unten. Was ist ein Stein? Ne, das war Holz. Okay, und wieder zurück. Holz. So, hier brauchen wir auch wieder was. Brauchen wir auch den. Nehmen wir ein. Und wir... Nein. Und wir brauchen eine. Was ist denn jetzt passiert, dass sie das wieder nicht machen? Irgendwas muss doch passiert sein, dass sie jetzt schon wieder nicht in die Ernte gehen. Oder? Ey. Geht er doch dahin. Genau, er nimmt die Kacke und schmeißt sie einfach dahin. Hier liegt aber jetzt nichts mehr rum. Das Einzige, was ich mir echt nur noch wünschen würde, dass wir das von alleine abbauen. Was haben wir denn noch? Warte mal, wir können hier... Ach. Da war was. Ich habe das jetzt verkehrt gemacht, weil einer jetzt kein Bett mehr hat. Baue ich das eben selber auf. Ach ja. Nämlich liegt im, sitzt im Flur. Denkt sich auch, ey, ich möchte was anderes zum Futtern haben. Das will ich nicht essen, was da drin ist. So. Kommen alle wieder ins Bett. Fleischschmatz. Diese Fleischschmatz. Ich hab das Gefühl, wir brauchen mehr Felder. Das sammeln wir erstmal nochmal ein. So. Und was wir jetzt kurz machen. Okay, nee, das machen wir nicht. Wir müssen ihn erstmal wieder unterziehen. Geht doch. Entlassen. So. So, davor kriegt er erstmal einen Tanz direkt. Höre das Ritual des Fastens. Das können wir jetzt gar nicht machen, ne? Weil wir einfach nicht genug Knochen haben, oder? Hey. Ich kann aber predigen. Ganz schön viel.
Okay, die Krone können wir noch nicht machen. Überlegen, die ganzen Häuser da oben hinzubauen. Dass hier zum Beispiel nur hier alleine eine Wohnsiedlung ist. Ja, er hat den Glauben zurückgefunden. Oh ja. Und alle bauen sich schön fleißig. Ich habe das Gefühl, wir brauchen vielleicht noch mal ein... den ich Samen-Silo. So. Haben wir jetzt, wir haben 14 Holz, wie viel brauchen wir denn nochmal? Okay, da haben wir nicht so genug. Ich will noch ein Samen-Silo echt bauen. Muss ich nochmal kurz warten. Oder? Okay, da haben wir die 15. Dann bauen wir nochmal ein Samen-Silo. Ich muss das mal schöner machen. Irgendwie gefällt mir das noch nicht so hundertprozentig. Vielleicht können wir jetzt farmtechnisch noch was machen. Da war doch irgendwas mit Kompost. Vogelscheuchenfalle. Farm 2. So, wie sieht das denn aus? Da. Und wenn du schon nichts mehr machen kannst, dann können wir wenigstens tanzen. Kürbisse rein. Pilze. Ah, ernten die das jetzt auch? Die ernten es in Farmstufe 2. Ist das schön. Wenn die jetzt nur noch selbstständig kochen würden, dann bin ich... Hallo? Dann bin ich vollkommen zufrieden. Ich bin so glücklich. Wir ernten das von alleine. Ich freue mich nur, dass wir das so komisch ernten. Ich bin so glücklich. Na, ich will eigentlich was sagen. So. Also wenn wir was genug haben, dann ist es Stein, glaube ich. Wir möchten eigentlich mittlerweile mehr Holz. Ich guck mal, dass wir nochmal holztechnisches. Oder nicht? Ah. Ja, genauso denke ich auch. Halleluja. Eigentlich muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Aber ich muss da trotzdem anders machen. Mir gefällt das irgendwie nicht.
Ja, und die Leute haben jetzt Hunger. Die haben ganz schön viele Bären, finde ich gut. Oh Mann. Ich würde sagen, zur Feier des Tages gehen wir. Wird er gesegnet? Ich würde eigentlich sagen, gehen wir fischen. Gehen wir aber wirklich fischen. Jetzt immer ein Anhänger da? Noch ein Bolgan jetzt bei. Nee, noch einer kostet nur zu viel Nahrung. Was wollte ich eigentlich machen jetzt? Ich wollte fischen. Ich wollte noch eine Runde fischen. Aber auch nur, weil die Quest damit weiter vorangeht. Viele Fische. Wann sind das so viele? So. Wo sind das so viele Fische? Bin immer gespannt, ob ich noch einen von seinen Questfischen angeln kann. Die er braucht oder gerne hätte. Ja gut, während ich hier noch ein bisschen fische und das hier endlos weiter fische anscheinend, verabschiede ich mich schon mal für YouTube. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Gehabt euch wohl. Tschüss. Ah komm, den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. So, jetzt aber. Ciao.